Hi, servus zum neuen Teil. Ich mach mal hier die Musik ein bisschen leiser. Und zwar bin wieder unterwegs. Wie ihr gesehen habt, bin ich gerade wieder beim Mario zur Abwechslung von Out of Colors. Aber nicht wegen dem Derby. Derby ist ja schon alles fertig, sondern ich habe hier ein bisschen Material. Das sind die Gutzeln für den Mario. Ja. Wer es nicht weiß, bei Mario kann man gut schleimen, wenn man ihm Halsbonbons mitbringt. Aber ich habe hier auch noch jede Menge Klamotten, die sind vom Fabio, denn der Fabio muss diese Saison auch gut aussehen neben dem Derby. Also bekommt er so wie ich auch, ich zeige es euch mal, gibt es nämlich auch. Was ich vergessen habe zu sagen, ich lasse doch was für den Derby machen, und zwar hier. Das ist meine Freierkappe. Die hier, die lasse ich jetzt auch schwarz lackieren von ihm, wenn schon, denn schon, dass die auch in den Motorraum passt. Ey, servus Mario, wie? Ich wollte meine Schulden bezahlen. Oh. Legst gerade auf dein Kasten, gell? Du musst aber auch noch ein paar Kurzen bringen. Ja, ich habe mehrere gekauft. Und, es geht? Gut, alles klar. Ist das dein neues Auto? Ja, mein neues Projekt. Für den Tuning, gell? Ja. Nee, für Budapest. Das heißt, also fast fertig dann? Schon am Polieren. Ich bin jetzt dann auf dem Weg zum Sattler. So, alles verstaut. Ha, in so einen Bohrer geht schon was rein. He? Also, Sitz habe ich geholt. Jetzt fahren wir in die Halle, laden sie aus, stellen mal alles hin und zeige ich euch das. Alles, wie schräg richtet. Also, jetzt bin ich in der Halle. Schon dunkel geworden draußen. Ich zeige jetzt mal die Ausstattung. Mit Patrick. So. Also, Sattler, also ich bin begeistert. Er hat eine Woche gebraucht. Hast du schon mal gehabt? Nein. Hast du schon mal gehabt, überhaupt jemand, wo dir mal in einer Woche irgendwas gemacht hat? Das schon, ja. Soll ich Namen nennen? Also ich nicht, also ich bin super begeistert, super Preis bekommen. Also wer einen gescheiter Sattler sucht, kann mich gerne kontaktieren. Ich gebe euch gerne den Kontakt. Der ist bei uns in Karlsruhe, hier im Rheinhafen. Und diese kommt jetzt aber noch nicht rein, gell Patrick? Richtig. Weil wir erst, deswegen ist er jetzt da und jetzt zeige ich euch, was er jetzt mit meinem Airride macht. Also Patrick, ich mache jetzt Werbung für das Lex-Hochspray. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Wir machen kein Werbevideo. Achso. Mir scheißegal, wie ich der mache. Mach lieber Werbung für mich. Was machst du für mich? Oder was machen wir jetzt? Schnipp, Schnapp, Schniedel, ab. Hier? Nee, ach was. Nee, wir suchen jetzt raus, was ich alles mitnehme. Das heißt, ich nehme das alles mit heim und mache das alles schön daheim im Wohnzimmer. Weil er ist schön warm, weil hier hat es gefühlte -20 Grad oder so. Also, hauch mal. Nee, also in Wirklichkeit haben wir hier jetzt gerade, was sind das, 5 Grad minus. Ja, da habe ich also auch keinen Bock. Ich nehme das jetzt alles mit. Und da der Leo schon Papa geworden ist, habe ich gesagt, ich mache das jetzt mal auf die Schnelle. Dann werden wir die Tage wahrscheinlich. Nichts auf die Schnelle, du machst es gescheit. Gescheit und auf die Schnelle, ja. Mit okay. Qualität natürlich, klar. Nee, wir machen das alles fix und fertig und dann machen wir einen Termin. Das heißt, wo Leo wahrscheinlich auch mit dazu kommt und dann das Fahrwerk reinbauen. Also die Dämpfer. Richtig, ja, die Dämpfer noch rein und wir bereiten jetzt halt alles schon mal vor.
Genau. Näheres seht ihr, wenn es weitergeht. Schiebst du das an? Jetzt sind wir gerade am Tüfteln, wie rum wir das dann nachher alles machen. Ja, das heißt, das schöne Brett, was wir hier momentan haben, das kommt natürlich raus. Wir müssen jetzt nochmal gucken, dass wir über die Mulde kommen. Wir machen jetzt auch nicht hier den Ultra-Show-Ausbau, wir machen es, sondern es funktioniert. Also geplant ist, dass die ganze Steuerung in die Reserveradmulde reinkommt. Das werden wir ja machen können irgendwie. Ja, ja, das kommt alles unten rein. Alle Ventile unten rein. Und ich habe jetzt überlegt, Kompressor, so war es eigentlich die erste Vision. Oder ich habe gedacht, ob wir es dahin machen. Aber Patrick sagt, lieber hin, habe ich mehr vom Kofferraum. Hauptsache, ich kriege mein Stühle noch rein. Das passt, das können wir auch nochmal testen. Machen wir nochmal Stühle rein, aber ich habe einen riesen Kofferraum für dieses kleine Auto. Ja, viel zu kleiner Tank. Was, zu kleiner Tank oder zu kleines Auto? Hä? Oder Tank. Okay. Zweiter Tag. Es geht weiter. Ich war gestern schon da, nur habe ich keine Kamera dabei gehabt. Ich habe es gerade mir schon gezeigt, also die Verkleidung von meinem geilen Leder ist schon drin. Nur hatte ich ein kleines Problem. Und das ist die Verkleidung nochmal hier. Und als allererstes muss ich hier erst noch alles ausschneiden, weil der Sattler sagt, das macht er nämlich nicht. Das muss ich machen. Aber ich habe es gepeilt, ging gut. Jetzt haben wir festgestellt, wo ich sie montieren wollte, die hat nicht gehalten. Die hat überhaupt nicht gehalten, wegen. Ja, sagen wir, ausgelutscht, zum Teil auch abgebrochen gewesen. Jetzt brauche ich die neue. Jetzt hat der Leo, der wo gerade filmt, noch von seinem Golf. Es waren keine neue, aber neu gebrauchte. Und die wechselt jetzt gerade aus, nicht mal mit denen, wo da sind. Und dann hebt es, ihr habt es ja gesehen, richtig gut. Ja. Guten Tag. Holz. Ich und mein Holz? Norman. Servus. Hi. Hi. Das tut mir so weh, das Leder hier zu zerschneiden. Ciao. Oh, zu viel. 15, 20 Minuten. Mach's doch gratis. Wie schneide ich das am besten aus? Messer, oder? Und dann steche ich das im Schraubenzieher ein bisschen. So. Vorsicht, dass ihr den Finger nicht. So. Ein Widerstand. Richtig drücken, bis es durch ist, Alex. Bis es durch ist. Deine Werkbank ist halt. Macht der das wirklich selber? Das ist klar. Die Werkbank ist halt professionell. Also, das ist schon drauf. Du musst nur die. Ah, okay. Ich habe vorhin habe ich was so gemacht. Was ist da drin? Die Dämpfer. Egal, hat eh Christina gezahlt. Macht ja gar nichts. Ist das ein Weihnachtsgeschenk? Nee, muss zurückzahlen. Es war mein Weihnachtsgeschenk, weil es war mein Weihnachtsgeld. Ich habe dieses Nismo-Zeugs drin, das ist blaue Kabel. Nee, du, ich habe das mal machen lassen vor einem Jahr, zwei. Zwei Jahre, oder Leo? So. Der perfekte Kreis, der hat mein Lehrer gesagt, boah, das ist echt perfekt. Alex, geht's? Sieht ganz nett aus, das Ganze. Ob der rund ist? Das werden wir gleich merken. Aber meine Ablage ist doch viereckig. Guck mal, wie geil, ey. Was brauche ich jetzt? Das oder das? Das unsere. Nee, du musst noch Schleifstaub, das Sägestaub. Jetzt, bevor ich das säge, guck ich mal, ob der Klempner richtig gemessen hat. Also am Derby geht es jetzt indirekt weiter. Ich bereite jetzt alles vor, weil während der Patrick ist aber eigentlich schon fertig, hat mir gerade ein Bild geschickt.
dann jetzt den Tank und den Kompressor und die ganzen Ventile verbunden für mein Brett für hinten. Und bis der kommt, tue ich jetzt alles vorbereiten. Und zwar kommt jetzt endlich mal der Persan-Einsatz von meinem Sponsor, vom Thorsten. Und da kommt der Persan drauf, da fahren wir den Derby drauf, da kommen da auf 4 Böcke alle Räder runter, dann wird das Fahrwerk ausgebaut, weil der Thorsten hat auch schon das Einpresswerkzeug. Radlager. Für den Radlager. Steht drauf. Genau. Radlager-Werkzeugsatz mitgebracht, dass wir die Radlager einpressen können, die neue. Und dann kommen wir eigentlich schon in der Endspurt vom Airride, hoffe ich mal. Ja. Also wir haben uns so entschieden, dass wir das Ganze nicht auf der Bühne machen, sondern hier auf dem Platz. Leo meint, das geht. Also machen wir es so. Hey, wo ist der Derby? Ich? So, ich habe jetzt was gemacht, was ich selten mache. Fege. Wenn Christina noch wäre, könnte sie noch durchwischen, aber ist er nicht da. So, jetzt kann man vom Boden essen. Oh. So, fertig. Schaufel weg. Aladdin, geht's? Aber schon gemütlich, gell? Setz gemütlich. War noch ein Staubsauger bei meinem Platz. Das ist ja nur Alkohol. Ich bin Stadtler. Bring mich nach Kirchheim-Bollanden. Perser ausgelegt, Auto aufgepoppt und der Kompressor läuft jetzt schon warm. Jetzt bauen wir das Fahrwerk aus und dann warten wir auf den Leo und auf den Patrick und dann geht's in die Endphase des Airrides. Nächsten Tag. Ich habe es gerade zum ersten Mal. Wir fangen mal an. Ich fange an mit den Worten arschkalt. Ja, es ist arschkalt, das liegt eigentlich. Der Patrick vor, kränkelt auch ein bisschen ja, rum, gell? Dem ging es gar nicht gut. Deswegen bin ich auch froh, dass es daheim macht, das schon nicht hier. Und zwar, wir kommen jetzt gleich dazu. Der Patrick hat jetzt mein Airrad vorbereitet für den Einbau. Und er wird jetzt was dazu sagen, weil es ist sehr eng. Nee, es ging darum praktisch, das ganze Ding in den Kofferraum zu bekommen. Wir haben ja vorher geguckt, wie was wir machen. So, wir haben uns jetzt entschieden, ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe. Nee, habe ich nicht gesagt. Wir werden den Ausbau jetzt nicht optisch verbauen, sondern alles versteckt. Man wird eigentlich gar nichts mehr sehen, oder? Richtig, also eigentlich soll alles in die Mulde. Das heißt, vorher war geplant, den Tank und den Kompressor sichtbar zu verbauen. Problem war jetzt aber, dass er eine tolle Basskiste im Auto hat und die tolle Basskiste nimmt uns an den Platz weg. Und dann haben wir gesagt, weil er den Platz auch nutzen möchte für Stühle und so weiter, für die Treffen. Familie. Machen wir alles so, dass man nichts sieht. Das heißt, es kommt ein doppelter Boden rein, dass auch der Rest abgedeckt wird. Und dann sieht man von der ganzen Geschichte gar nichts mehr. So, also, wie ihr seht, es ist alles recht eng. Die Reserveradmulde von Derby ist ziemlich klein. Wir haben jetzt hier alles so oft ca. 52 cm Durchmesser gebracht. Mehr Platz haben wir einfach nicht, da der Alex keinen Ventilblock wollte. Aus finanziellen Gründen. Ja, und es an die Warenkalle alles mit rein musste, ist das halt ziemlich platzbeengt, wie man sieht. Hätte wir keine an die Wand, dann wäre es natürlich alles etwas schöner vom Platz her oder halt ein Ventilblock. Aber durch Wasserabscheider, die ganze Geschichte, alles was halt mit rein muss, wird es halt einfach so eng. Aber lasst euch überraschen, bis ihr es reinpasst, wenn wir es einbauen. Also wie das Ganze dann im Kofferraum, also in der Reserveradmulde aussieht, das zeige ich euch aber erst im nächsten Video, weil dieses Video schon ziemlich zu lang geworden ist. Und dass ihr euch da nicht tot guckt oder dass es kein Stunde-Video gibt oder irgendwas, werden wir das im nächsten Video dann zeigen mit den Dämpfern und mit dem ganzen Ding. Also bleibt dran, bis zum nächsten Video. Ciao.